Es ist so witzig, dass er ihn hauptsächlich Bösewichter gespielt hat und da auch eine Marke geworden ist sozusagen. Wenn man Nazis gebraucht hat, war natürlich das Klischee, das ist klar, es war ein Bösewicht. Ganz merkwürdig, der sanfteste Mensch privat. Cinecittà war extrem wichtiger Punkt im europäischen Film. Es war der Helmut Berger dort, dann war die Marisa Mell war schon dort. In Capri war immer eingeladen, damals war das das Jet-Set, die Hot Volée. Da war er ein echter Teil davon, er war kein Mitwichser, also das war er überhaupt nicht. Dann kam schon auch der Ruf aus Amerika. Er hat ja dann sehr große Filme gedreht. Er hat sich dann dort niedergelassen in Hollywood. Für mich war er da am erfülltesten. Heute verstehe ich es erst rückblickend, wie der schon weit war, was der für ein wirklicher Weltbürger war. Aber nicht bei Fassbinder, zum Beispiel nie. Bei den Filmen eher mehr im Kommerz. Film tätig und nicht im Arthaus. Dazu hat er sich ja komplett bekannt. Das war seine Welt. Jetzt gib mir einen halben Schein Anzahlung. Sonst warte ich oben und du machst die Fliege. Mach dir auch alles, was du auf der Burg hast. Komm schon, Junge, 50 Eier für die Münchner Elli. Nicht so auffällig. Meinst du, der Chef will Ärger mit der Schmiere haben? Zahlen bitte. Also er war nicht exzessiv, der hat nicht gesoffen. Vielleicht in der Sexualität schon extrem ausschweifend. Er war ein sexuell extrem intensiv lebender Mensch. Alle, die ihn gekannt haben, reden heute noch von ihm und kriegen strahlende Augen.